Es ist eine fantastische Oper, in der Realität und Imagination verfließen. Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach. In der Hauptrolle an der Opera de Monte Carlo der legendäre Tenor Juan Diego Flores. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Es ist mein Debüt als Hoffmann. Dieses Werk ist natürlich ein Höhepunkt des französischen Repertoires für einen Tenor. Die spätromantische Oper basiert auf Erzählungen des visionären Schriftstellers E.T.A. Hoffmann, der zum Protagonisten seiner eigenen Geschichten wird. Die Rolle des Hoffmann ist mehr als nur Gesang. Natürlich muss man ihn auch wunderschön singen, aber es ist vielmehr eine schauspielerische Leistung gefordert. Statt an die Noten muss ich an die Worte denken. I have to think about the words. Il était une fois à la cour d'Eisenach, à la cour d'Eisenach, un petit avorton qui se nommait Klein Zack. Das Lied von Klein Zack ist wunderbar und eine sehr berühmte Stelle. Er ist irgendwie gequält und ein bisschen verrückt. Und dann driftet er ab und singt über etwas ganz anderes, eine Frau. Vier Frauen machen dem Dichter das Herz schwer. Ein Opernstar, eine mechanische Puppe, eine kränkliche Sängerin und eine Kurtisane. Offenbach komponierte alle Rollen für nur eine Sopranistin. Olga Peredjatko genießt diese Herausforderung. Das ist so eine meine Traumpartien, Traumperformance, ja, wo ich viele verschiedene Charakter zeigen kann. Man muss mit Kontrasten arbeiten, mit Farbwechsel sozusagen, ja. Und natürlich du bist dann sofort eine andere Person. Offenbach war für seine schillernden Komödienwelt bekannt. Doch zeitlebens sehnte er sich danach, auch als Opernkomponist ernst genommen zu werden. Das Werk spiegelt zweifellos auch einen gewissen Schmerz wider. Sein ganzes Leben schrieb er lustige Stücke, Operetten, Werke, die die Pariser zum Lachen brachte. Das große Drama des unverstandenen Künstlers aber behielt er für sich. Wie Offenbach versucht auch Hoffmann ernst genommen zu werden. Er sucht nach seiner Poesie, seinem Talent. Am Ende erhält Hoffmann seine Begabung, sein Talent zurück und wird anerkannt, so wie es sich auch Offenbach gewünscht hat.